Mahlzeit, der Wummester. Nein, es hat sich ein Verbund ungeimpfter Menschen gegründet. Ich glaube am 14.11., also noch gar nicht lange her. Ich spreche aber eine Warnung aus. Und ich sage trotz alledem immer, macht was und macht es gut. Worum geht's? Ich bekam einfach einen Tipp und zwar zum Wumm und bin natürlich gleich der Webseite gefolgt. Und ich komme gleich zu rechtlichen und so weiter. Und da steht ganz groß, Wumm und so weiter. Wir vereinigen die Interessen von 25 Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich finde das richtig. Richtig insofern, dass die sagen, Leute, wenn ihr anderen wie eine geschlossene Front dasteht und sagt, ihr müsst euch impfen lassen und wer nicht geimpft ist, ist böse und so weiter und so fort. Ja, dann muss es auch die geben, die sagen, nee. Dann verbünden wir uns und sagen, nee, wir wollen es nicht. Und wenn wir dadurch nicht diskriminiert werden, indem wir uns zusammenschließen, dann ist es umso besser. Also machen wir das auf diese Art. Gut, muss jedem freistehen, finde ich auch richtig und gut. Alles in Ordnung. Ich habe da natürlich auch im Impressum nachgesehen und ach, jetzt ist das ein bisschen aus dem Bild gerutscht. Ich kann es leider jetzt nicht ändern, sonst verrutscht mir alles. Und zwar im Impressum steht dann, dass es eine Stiftung in Kendoy House, Fairway Strand, Dublin, Ireland. Ja, in Irland. Ja, warum nicht? Ich hatte damals auch eine Limited gegründet, weil das mit der GmbH in Deutschland zu umständlich und teuer war. Und da habe ich mir gesagt, na, dann gründe ich eben auch eine Art GmbH, aber nach englischem Recht. Und hatte eine in Wales. Ja, warum nicht? Kann man machen. Finde ich alles nicht schlimm. Ist auch in Ordnung und, und. Ich komme gleich hier drauf, aber ich werde nochmal dann, also vor allem auf Thema Bildung und Schule, aber weil es mich angesprochen hat, nochmal jetzt zur Warnung. Und zwar hat der Wumm natürlich auch auf Telegram eine Seite gegründet und ruckzuck kommen pausenlos neue dazu. Und die haben das wahrscheinlich als offene Plattform gemacht, damit sich das rumspricht. Und was machen die Leute? Die posten sofort rein, was das Zeug hält und so weiter. Und da fiel mir zum Beispiel ein Kommentar auf. Und ich sage deswegen Warnung, weil hier steht auch viel Quatsch drin. Und ob das jetzt Quatsch ist oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Allerdings an diesem sehr schlechten Deutsch könnte es sein, dass es wirklich aus und aus dem Namen Liebe Grüße, Jarvokra, dass das wirklich aus Slowenien gekommen ist. Und zwar, ich zitiere und hier der Kommentar einer Krankenschwester, Leserbrief, Oberschwester von Klinik in Ljubljana hat gekündigt und vor laufenden Kameras erzählt. Die Nummer 1 Impfung ist Placebo, Nummer 2 ist mRNA und Nummer 3 ist krebsinduziertes Virus. Innerhalb von 2 Jahren werden sie erkranken und sie hat auch erzählt, dass jeder Politiker nur Nummer 1 erhalten hat. Placebo. Jetzt ist in Slowenien der Teufel los. Liebe Grüße. Und jawohl, dann ich weiß auch was und ich weiß was und ich weiß was und noch was. Wenn ich schon diese Ausrufezeichen sehe, wird mir immer schlecht. Das ist so wie Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Und natürlich machen auch gleich welche Werbungen, ne? Single-Börse für Ungeimpft und so weiter und so fort. Ich gucke dir das mal an. Das ist gruselig. Das ist meine Warnung. Das heißt also, ja, man kann sich das angucken, aber wenn das Leute nur nutzen, um ihren Quatsch loszuwerden, um einfach ihre Meinung loszuwerden oder ihren Frust oder sowas, dann ist das nichts wert. Das ist albern. Das ist einfach Blödsinn. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Bildung und Schule. Wenn man da draufklickt, nettes Bild wie immer, Bildung und Schule. Ich lese euch das nicht alles vor. Ihr braucht bloß nach Verbund ungeimpfter Menschen zu schauen und findet es sogar auf Google. Und so wie die anderen Bereiche, die ich eben gerade im Moment, also Wum Think Tank und Social Media und Pflegedienste und so weiter und so fort, so haben die für jede dieser Themen, haben die immer eins gemacht, wenn ihr irgendwie was für uns habt, dann geht in diesem Fall an bildung@vom.org, ne, und so weiter und so fort. Also da werden sie einen Haufen Mails bekommen, sicherlich, aber sie werden auch nicht so viel Spam bekommen, von so einem Blödsinn überschüttet werden, sondern die haben wirklich Ziele, die lohnen sich durchzulesen. Na dann habe ich jetzt schon genug erzählt. Ich denke mal, es lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu gucken und sich zu überlegen, ob man sich diesem Verein anschließt oder diesen Verbund ungeimpfter Menschen, weil wenn es die einen gibt, muss es die anderen auch dürfen. Und die einen, die haben jetzt vielleicht keinen großen Verbund, sondern die sind halt einfach überall da und sagen, ihr müsst euch impfen lassen und so weiter und so fort. Naja, gut, ist es so. Können wir alles nicht ändern. Deswegen,
mache ich das jetzt alles nur noch rein, sagen wir mal, emotionslos und werde auch kaum Videos in dieser Richtung praktisch posten. Also das ist albern. Gut. Jetzt habe ich genug erzählt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, denkt drüber nach und macht was, bildet euch. Und denkt daran, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Man muss das sich nicht wirklich antun. Also, alles Gute, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.